heute habe ich mal wieder ein Live-Update für euch, kombiniert mit meiner Mission L-Reihe. Die läuft ja momentan auf meinem Blog. Da gibt es einmal die Woche oder eigentlich unbestimmt oft die Woche einen Beitrag eben zur Mission L-Dressur. Und hier auf YouTube gibt es ja auch schon das eine Video, wo ich die Prüfung einmal durchreite. Und dazu möchte ich heute einfach mal was sagen. Und zwar wurde ich da unter anderem auch gefragt, warum ich unbedingt eine L-Dressur reiten muss auf Turnier. Weil wir ja momentan sonst nur E-Reiten auf Turnieren. Und ja, es wurde natürlich auch kritisiert, dass es nicht perfekt ist. Und dass mir Körperspannung fehlt, dass das Pferd in der Senkrechten geht, angespannt ist und so weiter und so fort. Es wurde einfach kritisiert. Dazu möchte ich einmal Stellung nehmen. Und zwar habe ich Körperspannung. Es ist natürlich einfach schwieriger zu sehen, wenn jemand ein bisschen mehr auf den Rippen hat, als wenn jemand total dünn ist. Aber ohne Körperspannung könnte ich Robinho überhaupt gar nicht sitzen. Das kommt daher, dass der wirklich sehr, sehr schwer zu sitzen ist. Und das macht es halt auch nicht einfacher. Ja, ansonsten glaube ich, wer sich eben auch die Videos oder andere Reitvideos von uns angeguckt hat hier auf YouTube, der sieht schon, dass es etwas besser geworden ist. Und ich glaube einfach, also ich möchte auch gleich die L-Dressur auf dem Turnier reiten, weil ich denke, oh, das gewinne ich dann. Und oder da bin ich jetzt platziert mit einer total tollen Note. Ich möchte einfach gucken, ob Robinho alleine in der Prüfung besser läuft als in der Abteilung. Ja, das ist eigentlich mit der Hauptgrund, warum ich jetzt eine L-Dressur reite. Ich habe sogar nur das kleine Reitabzeichen. Also selbst wenn er jetzt gut läuft, könnte ich nächstes Jahr immer noch nur A reiten erstmal und dann aber mein Reitabzeichen machen. Ja, warum glaube ich, dass Robinho alleine in der Halle oder in der Prüfung besser läuft als in der Abteilung? Das kommt einfach daher, dass er in der Abteilung total kacke läuft. Vorne geht es, also wir waren auch Anfang der Saison waren wir an der Tete und sind da durchgeritten, waren dann auch sogar platziert. Und jedes Turnier, wo wir in der Mitte oder hinten waren, war schlecht. Und jetzt Sonntag zuletzt waren wir auch wieder auf Turnier, ich war viertes Pferd und es lief nichts. Er hat sich nicht mitziehen lassen von den anderen Pferden, er hat sich einfach verweigert, er hat sich festgemacht im Rücken, eng gemacht. Ich konnte nichts tun, ich habe Hände vorgegeben, er wurde noch enger, ich habe nachgetrieben, er wurde eng und schnell, aber eben nicht schön. Also es war wirklich nicht schön und mein Sitz war besser. Klar, er war ein bisschen unruhig, dadurch, dass er sich so festgemacht hat, aber vom Grund her war der Sitz besser. Ich habe auch den Samstag davor Reitfotos machen lassen. Die sind wirklich sehr schön geworden, also ja. Es lag halt diesmal wirklich irgendwie nicht an mir oder daran, dass wir nicht üben oder sonst irgendwas, sondern daran, dass er einfach nicht in der Abteilung laufen mag. Ja, und ich kann natürlich auch, ja, also ich werde auch zu weiteren E-Dressuren hinfahren und einfach hoffen, dass ich vorne bin. Aber nichtsdestotrotz gilt es ja jetzt nur daran, eine Lösung zu finden. Ja, und die Lösung ist natürlich Abteilungsreiten üben, 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 üben und Prüfungen reiten und üben, üben, üben und Turniere reiten und da auch üben, üben, üben. Aber mich interessiert es halt wirklich, ob das Problem praktisch sich in Luft auflöst, wenn er einfach alleine in der Halle ist oder in der Prüfung. Und ich glaube wirklich, dass die L-Dressur, vielleicht für eine L-Dressur natürlich nicht so toll wird, wie jetzt von jemandem, der regelmäßig L-Dressuren auf Turnieren reitet. Aber ich glaube, dass es für uns schon gut sein kann. Also dass es vielleicht auch einer unserer besten Ritte wird für uns. Jetzt nicht nach Noten, sondern einfach für uns, für unsere Verhältnisse, für unser ja, Stand, momentan für unseren Stand, wie wir eben gerade so sind. Ja, also ich glaube wirklich, dass es eine richtige Entscheidung ist. Es geht ja auch um nichts. Es ist eine WBOL auf Trense. Und im Endeffekt, ob ich jetzt in eine E reinreite und nicht platziert bin, weil er sich in der Abteilung irgendwie mich reiten lässt, oder ob ich in der L reinreite und nicht platziert bin. Also ich habe nichts zu verlieren. Es geht um nichts. Mit einer guten Note bin ich zufrieden. Mit einer schlechten Note weiß ich, was ich wieder besser machen muss. Oder vielleicht weiß ich dann auch, dass es eben nicht an der Abteilung liegt, dass der sich nicht reiten lässt in der Prüfung. Mal sehen. Aber probieren geht über studieren. Und eine WBO-L sieht man sonst ja nicht ganz so häufig. Und deswegen dachte ich mir, nimmst du einfach mal mit. Ich habe ja an dem Wochenende auch noch eine A-Dressur genannt. Das ist auch das erste Mal, dass ich zwei Prüfungen am Wochenende nenne, aber es war eben auch eine WBOA.
Also das kleine Reiterzeichen hätte ich. Ich weiß nicht, wie das heute heißt. Ist das das 5er oder das 6er? Weiß ich nicht. Jedenfalls dürfte ich A-Dressur und A-Spring reiten auf Turnier. Ich habe es allerdings nicht angemeldet dieses Jahr, weil ja gar nicht sicher war, ob ich überhaupt Turniere reite. So, und jetzt für die letzten 4 Wochen oder 8 Wochen melde ich das auch nicht mehr an. Das mache ich dann nächstes Jahr und reite dann nächstes Jahr A. Die gibt es ja auch manchmal schon zu zweit. Also, ne, vielleicht ist das dann eher so unseres. Jedenfalls glaube ich einfach, dass Rovinio mit diesen Abteilungen nicht klarkommt und das einfach total doof findet, da hinterher zu latschen. Und ich glaube eben auch, ja, dass er mehr geritten werden möchte. Also zum einen, dass er sich in der Abteilung festmacht, weil er genau weiß, naja, okay, Schritt, Trab, Galopp, Zirkel, ganze Bahn. Mehr muss ich hier nicht machen. Und ja, ich glaube, ich hoffe, wenn er jetzt die Ältere so geht, dass ich da zum Reiten komme, weil ich alleine in der Bahn bin. Und ja, dass er dann auch ein bisschen mehr Spaß daran bekommt, weil er ist eigentlich ein Pferd, was gefordert werden will. Ich bin am Sonntag auch länger abgeritten als sonst, vielleicht war das auch ein Fehler. Sonst reite ich eigentlich so 10 Minuten ab, wenn überhaupt, also ich reite langen Schritt. Dann trabe ich auf jeder Hand einmal leicht und dann gehe ich in die Prüfung rein. Und am Sonntag habe ich fast 20 Minuten, oder bin ich fast 20 Minuten geritten und bin noch galoppiert und habe Übergänge geübt nochmal. Und ja, vielleicht war ihm das irgendwie zu lang. Naja, war deswegen so schlecht, ich weiß es nicht. Nach der Prüfung, muss ich gestehen, bin ich auch nochmal in die Abreiterhalle geritten und habe ihn nochmal einmal Korrektur geritten. Also ich bin ihn einmal vorwärts geritten und einmal, ja, ich habe einmal gesagt, so jetzt hoppi galoppi, mach mal was. Da war der auch wieder super. Es lag wirklich an der Abteilung und an dem Prüfungsplatz. Wobei er jetzt nicht irgendwo weggesprungen ist oder guckig war. Er hat sich einfach festgemacht, eng gemacht, war langsam und ich kam kaum zum Sitzen. Ja, es war halt einfach schlecht. Deswegen lade ich auch da kein Video von hoch. Ihr wisst, ich lade sonst wirklich vieles hoch, wo andere sagen, naja, aber da hagelt es ja wirklich nur Kritik. Aber das möchte ich nicht. Nicht, weil ich mir denke, ich möchte keine Kritik haben, sondern weil ich selber einfach mega unzufrieden bin. Und sonst war es ja immer noch mal so, dass ich gesagt habe, okay, aber das Pferd war gut. Ich muss an mir üben, das weiß ich. Und dieses Mal bin ich einfach wirklich unzufrieden. Das war auch seit langer Zeit das erste Mal, dass ich nach dem Reiten wieder geheult habe, weil ich so frustriert war. Ehrlich, ich war so heftig frustriert, weil es auch einfach über die Saison immer schlechter wurde. Das erste Turnier war total super. Da, wie gesagt, da war ich ja noch platziert. Oder das zweite Turnier. Und von da an wird es einfach immer, immer schlechter. Von Turnier zu Turnier wird er schlechter. Und ich bin ein bisschen mit meinem Latein am Ende, weil wenn er guckig wäre und Routine brauchen würde, würde es ja von Turnier zu Turnier besser werden. So, jetzt wird es aber immer schlechter. Obwohl ich ja zweimal die Woche Sitzlonge mache, obwohl ich ansonsten auch noch einmal die Woche longiere und viermal die Woche Dressur reite. Und zu Hause wird es immer besser. Also zu Hause läuft er echt wie ein junger Gott. Das ist total krass. Momentan würde ich sagen, zu Hause läuft er so gut, wie er wahrscheinlich in seinem Leben noch nie Dressur gelaufen ist bei mir. Ja, und auf Turnier hatte ich jetzt einfach das Gefühl, es wird wirklich von Mal zu Mal immer schlechter. Und jetzt muss ich wirklich gucken, woran es da liegt. Das ist auf jeden Fall sehr frustrierend. Also ich war Sonntag wirklich sehr frustrierend. Und ja, so viel erstmal dazu und so viel zu den Gründen, warum ich eine L-Dressur reite. Ja, ich hoffe einfach, dass es sich besser reiten lässt als so eine blöde E-Dressur. Und ich habe dieses Jahr auch nochmal welche genannt, E-Dressuren, gestern Abend. Ich weiß gar nicht, wie viele, ich glaube nochmal 5. Ich muss mal schauen, wie viele ich noch habe. Keine Ahnung. Jedenfalls hoffe ich einfach, dass die dann im Ganzen auch ein bisschen besser werden wieder, dass irgendwie der Knoten jetzt nochmal platzt. Wir haben ja jetzt in 2 Wochen wieder Turnier. Bis dahin werde ich üben, üben, üben und mir Tipps holen von erfahrenen Turnierreitern und guten Reitern. Unter anderem auch ja, unsere Azubine, die reitet selbst bis M und S Dressur, sehr erfolgreich. Und ja, die behandelt Rovinio eben auch immer so ein bisschen, ja nicht chiropraktisch oder osteopathisch, sondern sie macht Reiki. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist total super. Das hat bei ihm richtig gut geholfen. Ich hoffe, das macht gleich nicht, weil der Hund schleicht hier gerade schon meinen Tisch rum. Und ich bin erkältet. Wo war ich stehen geblieben? Genau, die macht ein bisschen Reiki mit ihm und lockert ihn so ein bisschen. Das hilft wirklich sehr. Dann werde ich gucken, dass ich Unterricht reite und dass ich meine Sitzlonge weiterführe und.
Ja, dass ich einfach regelmäßig mir ein Feedback einhole, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Ja, dann kann ich wirklich nur hoffen, dass das nächste Turnier etwas besser wird. Das ist wieder eine E-Dressur. Ich glaube, geritten wird dann die E4. Muss ich mal schauen. Letztes Mal, als ich die E4 geritten bin, habe ich mir im Internet die falsche Aufgabe rausgesucht. Und bin dann zu Hause fleißig geritten und kam aufs Turnier und dann hieß es, das ist die gar nicht. Ich so, schade. Deswegen, ich muss mal schauen, ob ich die richtige E4 nochmal finde oder ob ich jemand finde mit dem hier, blauen Buch, Aufgabenheft. Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Ich bin guter Dinge. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ich bin ja Robinho Ewigkeit nicht auf Turnier geritten. Das ist ja so die erste richtige Turniersaison und er ist jetzt 16. Und ja, das lag halt auch an unterschiedlichen Dingen. Zum einen ließ er sich immer sehr schlecht verladen und wir haben es einfach, also wir haben da auch irgendwie nicht den Weg für uns gefunden. Bis jetzt vor ein, zwei Jahren. Da haben wir jetzt wirklich einen guten Weg gefunden, um ihn zu verladen. Es klappt auch wirklich, wirklich immer und wirklich immer gut. Ja, dann war es aber auch einfach so, dass ich mit fremden Pferden immer viel erfolgreicher war als mit meinem eigenen und dass ich dann halt auch lieber mit anderen Pferden losgefahren bin als mit meinem. So, dieses Jahr habe ich aber einfach kein fremdes Pferd bekommen oder ich habe einfach keins gefunden, was zu mir passt und was ich mit aufs Turnier nehmen kann. Deswegen musste ich in Anführungsstrichen jetzt meinen eigenen mitnehmen. Und jetzt beißen wir uns halt so durch. Und ich glaube, jeder, der die erste Turniersaison mit irgendeinem Pferd mitmacht, weiß, dass sie meistens nicht so gut ist, weil man eben Dinge lernen muss, abklären muss. Oftmals sind es vielleicht eher so Dinge wie, warum ist das Pferd kuckig? Der Hund spinnt gerade. Foxy dreht am Rad. Und bei uns ist es halt nicht, warum ist das Pferd so kuckig, sondern warum läuft es nicht mehr? Also er haut wirklich die Bremse rein, blockiert und sagt, nö, hier will ich jetzt eigentlich gerade nicht laufen. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Und nächstes Jahr wird es dann auch besser. Sei es dann in EA und was weiß ich, was noch kommt. Also diese WBOL ist jedes Jahr. Da werde ich nächstes Jahr, denke ich, dann auch wieder mitreiten. Das bietet sich einfach an. Ist eben auch mein Vereinsturnier. Und ja, er ist jetzt 16. Nächstes Jahr ist er 17 und wenn ich darauf das Jahr, wenn ich jetzt mal so weiterplane, wenn ich nächstes Jahr dann A reite, mein großes Reitabzeichen mache und dann darauf das Jahr L reite, ist er eben auch schon 18. Ja. Und ich denke, das wird eben auch unsere Endstation sein, L-Dressur. Dass wir, also dass er halt auch mit 18 nicht noch M-Dressur lernen muss und laufen muss, ist ja wohl klar. Aber so eine L-Dressur schafft er wohl ganz gut. Zu Hause kriegt das ja auch hin. Ja. Genau, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Ich wollte euch einfach mal daran teilhaben lassen, warum ich diese L-Dressur so genannt habe. Und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt ein bisschen. Ciao!